Es geht wieder los. Und zwar eine ganz coole Sache. Ich als alter Kutterboy, wir gehen nämlich auf Dorsch. Christian hat mal gesagt, weißt du was, wenn du hier bist und mir Meerforellen angeln geht, dann machen wir abends noch was ganz Besonderes. Und zwar kann man hier auf Dorsch angeln, ne? Die kommen relativ nah ans Ufer. Genau, wir versuchen jetzt in den Abendstunden ein bisschen auf Dorsch zu gehen. Tagsüber ist das sehr schwer, vom Ufer aus einen Dorsch zu fangen. Aber da die Dämmerungs- und Nachtaktiv sind, hoffen wir jetzt, dass wir im Dunkeln da oder in der Dämmerung einen ans Band kriegen. Das machen wir mehr oder weniger mit Zandergerät, ne? Leichtem Zandergerät. Genau, so 12er Rio Gin, Fluorocarbon, wie man es vom Jiggen gewohnt ist, oder? Wenn man kleine Köder fischt, fischt man irgendeine Barschroute. Ansonsten bei etwas größeren Gummis eine Zanderroute, Zandergeschirr. Ich habe hier so ein paar Gummifischer mal dabei, ja? Unsere Dudes und Wilsons, die mal auch in Spanien gefischt haben. Das sind noch die ersten Muster, die zweiten Muster kommen ja demnächst, aber ich denke, die fangen auch. Und welche Farben? Also von uns zum Beispiel Motoröl, hast du gesagt, ja? Genau, Motoröl ist ja so ein Klassiker auf Dorsch. Ich vermute, wegen den Strandkrabben, weil die auch so einen Braunton haben in ihrer Schale. Aber da momentan auch Heringszeit ist, wollen wir natürlich auch versuchen, mit blauen Heringsimitaten zu angeln. Also da freue ich mich richtig drauf. Ihr könnt auch mal gespannt sein, ob der Carsten, die alte Landratte, schafft, hier einen Dorsch zu fangen. Jetzt sind wir mal gespannt. Jetzt aber keine Zeit verschwenden, Christian, hier. Auf geht's. Mal gucken, ne? Das ist ziemlich geil. Nach dem dritten Wurf, erster Phoebus. Das lässt auf jeden Fall hoffen. Also Technik ganz normal, sagte Christian, auch wie beim Thunderfischen, das Ding auf Grund lassen und dann eigentlich Grundkontakt suchen, ne? Genau. Über Grund hüpfen lassen, faulenzen, jiggen, ganz wie ihr wollt. Muss man aggressiv anrucken oder? Dorsche sind durchaus neugierige Fischer, also man kann ihn wirklich immer mal auf dem Grund aufdotzen lassen, dass eine kleine Staubwolke entsteht. Aggressiv brauchst du jetzt nicht unbedingt. Wichtig ist, also wie du machst, zwei Kurbelumdrehungen, ne? Ja, zwei, drei Kurbelumdrehungen. Mhm. Relativ locker, ja, okay. Wichtig ist, dass wir immer den Köder in Grundnähe führen, weil Dorsch ist in 99% ein Grundfisch. Cool, also ich habe jetzt hier Barschgerät, bisschen leichter. Wie gesagt, der Phoebus lässt hoffen. Wir machen auf jeden Fall weiter, geben Gas und hoffen, dass so ein Dorschlein, ein Kabeljau, gleich in unseren Händen liegt. Oh. Oh, upsala, der kam schneller mit als gedacht. Sorry. Den habe ich fast an den Kopf gekriegt. Fliegende Dorsche, das gibt's ja gar nicht. Ja. Zeig mal, ich habe noch nie einen Dorsch gesehen. Ja, also das ist jetzt wirklich der Baby-Dorsch der Kieler Förde. Süß, ey. Der Ostseeleopard. Was ist Mindestmaß? 38? Ja, Mindestmaß hat er zum Glück nicht erfüllt. Aber ganz knapp verfehlt, ganz knapp. Ja. Geil, weiter geht's. Ja. Ich will auch mal so ein Ding fangen. Geil sehen sie ja schon aus. Aber lässt doch auf Nachwuchs hoffen bei den Dorschen. Das ist schon mal gut. Ja, also wenn das ein Altfisch ist, dann würde ich mal Gedanken machen, ne? Der ist mit dem Köder hinterher geschwommen. Ich habe dann nach dem Absinken angechickt kurz. Ja. Da hast du nämlich manchmal so ein bisschen unten gehakt. Jetzt noch einen schönen großen, das wär's. Abschluss machen wir dann in der Kneipe. Ich sag jetzt nichts mehr. Ich muss erst was fangen. Ein kleiner, aber meiner. Hey, das ist doch schon schöner. Ja, es ist kein großer Dorsch, aber er ist größer. Aber gut. Auf Motoröl, Dude. Cool. Ja, du wohnst schon länger hier, ne, an der Küste. Meine Watercraft, die gilt nur für Süßwasser. Was willst du machen, ne? Ja, wir fangen noch einen oder du auf. Ah, hier, guck mal. Er macht sich einen Stinger drauf, weißt du? Und der Carsten, der darf ohne Stinger fischen. Ja, du wolltest ja nur auf die Dicken. Hm, ach so. Na gut, dann mache ich mal weiter, ne? Wir sehen uns gleich bei Metatorsch. Wie hat er in Spanien gesagt? Christian, zwei. Carsten. Ja.
ich will doch mal meinen ersten Dorsch fangen, deshalb kommt der 5-Inch Dude weg. Ja. Und? Christian, was hast du für mich vorbereitet? Kleiner orangener Twister. Jetzt sieht er nach. So eine Sandra-Kopie, weil er sich original nicht leisten kann. Komm, machen wir mal dran. Demnächst kommen ja auch die 3-Inch und die 4-Inch-Varianten, die wären auch cool, aber sie sind noch nicht da. Und jetzt müssen wir uns halt mit solchen Dingern begnügen. Aber vielleicht fangen wir ja drauf. Oh. Oh, ist ein ganz kapitaler. Oh, oh. Köcher. Hey! Ich dachte, das kleine orange Ding, das bringt ihn. Den Adrenalinkick. Ja, genau, der Claim von dem Köder ist, hol dir den Adrenalinkick. Den hatte ich jetzt. Cool, mein erster Dorsch. Guckt ihn euch an. Klein, aber mein. Herr Christian, der zeigt mir hier Fischarten. Wahnsinn. Ich als alter Saarländer bin sowas ja gar nicht gewöhnt. Kann man ja eigentlich mit Barschgriff nehmen. Jo, ja, ne? Der ist der erste Dorsch. Ja. Wieder ein neuer in der Palette, ne? Auf jeden Fall, ey. Geil. So, was fangen wir jetzt? Halbut. Ja, auf Halbut geht's. Okay, jetzt. Auf geht's. Halbut. Zweiter. Ich glaube, der ist nicht viel besser. Aber so ein bisschen. Boah, kapitaler. Kapitaler Dorsch. Sehr, sehr cool. Aber schöne Tiere, ne? Hier mit ihrem Bartel da unten drunter. Ja, also ist halt was Besonderes, dieses, ne? Dieses Muster, ja. Was denkst du, wie groß stehen die Chancen, dass wir noch einen maßigen fangen? Schwierig mittlerweile. Ne? Du hast eben schon gesagt, früher gab es mehr große. Ja. Aber ist ja auch ein gutes Zeichen. Nachwuchs ist da. Ist ja auf der einen Seite natürlich ein gutes Zeichen. Wir dürfen mal releasen, das mache ich schnell. Zähl nur weiter. Dass wir einen starken Jahrgang haben mit viel Nachwuchs. Aber es ist leider Gottes schwer, momentan einen Maßigen zu fangen. Also wenn man ein, zwei Maßiger am Abend hat, dann kann man erstmal zufrieden sein. Ein Maßiger, ist man auch zufrieden, oder? Ja. Ja, komm, weil nicht so hoch stapeln. Wir versuchen ja, auf jeden Fall genau. Unser Glück noch weiter. Aber es beißt schon mal, vielleicht steht ja noch ein Dicker dazwischen in dem Schwarm. Was steht gleich an? Hinten ist noch eine Lampe, da gehen wir hin. Hast du gemeint, das ist manchmal ganz cool abends. Ja, genau, ne? Gerade im Dunkeln, wenn die Lampen die kleine Brut, vielleicht die Heringsbrut oder so Kleinfische anziehen, stehen die Dorsche auch da gerne an den Lampen und... Und dann gleich noch einen Platzwechsel, oder? Danach? Genau, wir schauen mal, dass wir vielleicht nur irgendwo hinfahren, wo wir ein bisschen vertikal von der Spundwand angeln können. Cool, cool. Das könnte auch noch klappen. Super, dann machen wir hier noch ein paar Würfchen, dann geht's an die Lampe und dann gucken wir weiter. Ne? Ihr begleitet uns noch ein bisschen an diesem Abend. Jawohl. Tim, du sollst doch die Kamera bedienen. Ich wollte mal schnell schon mal einen vorlegen. Voll cool. Freue ich mich auch drüber. Ist dein zweiter Dorsch, oder? Ja, und gleich so ein Riese. Voll geil. Ich bin auch schnell zurück. Jetzt gehen wir ein bisschen vertikal, oder? Genau, ein bisschen hier vor der Spundwand probieren, einen auszuzubbeln. Mach mal. Leicht hoch und runter, aber jetzt keine richtigen Riesensprünge dafür gemacht. Ach. Alter, was ist das? Das ist ja auch ein Fisch, den ich noch nie hatte. Ey, das ist doch so ein Seeskorpion, ne? Ein Seeskorpion! Geil. Also ich bin mir sicher, das ist das erste Seeskorpion, was jemals auf einen Dude gefangen wurde. Ja, das ist Seeskorpion auf Dude hier. Wie geil. Schön gebissen noch, ne? Ja, Hammer. Oh Mann, ja? Wir erleben hier was. Was der Dude alles fängt, ne? Also, auf die Vertik, ne? Vertikalroute. Ja. Sind, was ein geiler Fisch. Sind nicht giftig, die Dinger, aber haben trotzdem ganz fiese, oder was, haben halt ordentliche Stacheln, sehen gefährlich aus wie so ein Drache. Was wir hier alles fangen, ihr. Sehr, sehr geil. Kommt der einmal hierher, lässt runter und fängt einen Seeskorpion. Auch okay. Cool. Ja, erst mal ablassen, ne? Ich sag's doch, ich fange heute Abend noch einen Halbut. Ich hab's Gefühl, das Licht ist schon besser hier. Sind wir mal ein paar Meter gelaufen an die nächste Laterne. Gucken, ob wir direkt wieder einen fangen. Wir wollen gerade das Abschlussstatement drehen. Der Tim nimmt nochmal in die Hand die Route. Oh. Leicht. Wer erwischt, würde ich sagen, aber... Der wollte ihn haben und hat ihn verfehlt. Und schnell zurück. Ah, voll gut. Macht Spaß. So, jetzt Abschluss hier. Nimm direkt die Kamera in die Hand. Ich nehm's gerade laufen lassen. Ja? Auf geht's. Das war eine kleine Abenteuer auf Dorsch.
Leider kein großer dabei, aber... Aber noch riesen Dinger, ja? Also so eine kleine kurzweilige Angelei, das macht doch Spaß, abends ein bisschen vom Ufer auf Dorsch zu gehen. Also wenn ihr vielleicht auch nicht so viel mitnehmen konntet, aber ich glaube, Spaß hat es gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Solltet ihr vielleicht auch mal tun, wenn ihr hier an der Ostsee unterwegs seid, in verschiedenen Häfen und so. Ganz wichtig, aber immer vorher fragen, wo man angeln darf. Hast zwei neue Fische gefangen? Seeskorpion, ja? So ein Aquariumsfisch. Seeskorpion. Sehr, sehr geil. Ja, ich bin schon überlegen, ob wir extra eine Range machen dafür. Schreibt es mal in die Kommentare, aber das wollte ich. Also, ich würde sagen, es hat gepasst, Christian. Nochmal vielen lieben Dank für die Tour. Ne? Wir ziehen ja morgen noch weiter. Dann machen wir was, was mir eigentlich eher liegt, wie dieses Dorschangeln. Seeskorpion oder? Nee. Also, das dürfen wir nicht verraten, ja. Aber wird geil. Es hat was mit. Nee. Sagen wir mal nicht. So, jetzt gehen wir noch in so eine coole Seemannskneipe, trinken noch ein Bier. Ne? Genau, und dann... Gibt's hier sowas? So, wo so ein alter Seebär mit einem Holzbein hockt und so einem Akkordeon? Ja, das kennst du eher aus den Filmen. Das gibt's leider nicht mehr so oft. Oh Mann, ey, jetzt bin ich enttäuscht. Müssen wir mal schauen, was wir da noch finden. Naja, kurzer Absacker, morgen früh müssen wir echt früh raus. Früh raus und weiterfahren, ja. Seht ihr dann, oder habt ihr vielleicht schon gesehen, ja? Weiß der Teufel, wann das Video kommt. Egal, machen wir jetzt Ende, uns ist kalt. Wir gehen jetzt in die warme Stube oder halt in die warme Kneipe, mal gucken, wo der Christian uns da hinführt. Genau. Ich erzähle euch vielleicht an anderer Stelle mal, in welcher Kaschemme wir da gelandet sind. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.